Und damit herzlich willkommen zurück zu Eintracht Lebenslang, Folge 128. Ich bin der Tobi und heute ist der Jussi bei mir. Hallo Jussi. Ja, moin. Ja, wir hatten eine kleine Pause. Ich habe nochmal nachgucken müssen. Unsere letzte Folge ist vom 22. Mai, direkt nach dem glorreichen 0:5 auf dem Betzenberg. Dann hatten wir eine kleine Pause, die Europameisterschaft, die Sonderfolgen. Und dann war Babypause unter anderem auch angesagt. Herzlichen Glückwunsch auf dem Wege hier nochmal. Die meisten da draußen werden es mitbekommen haben. Jussi. Ja, danke. Lieben Dank. Und ich muss mittlerweile sagen, nach dem Fürth-Spiel jetzt, bin ich sogar ein bisschen froh, dass wir keine Zeit hatten, zwischendurch aufzunehmen, um nicht Gefahr zu laufen, sich zu groß irgendwie aufzuregen oder irgendwo reinzusteigern. Wir waren ja zum Abwarten jetzt so quasi verdammt, mehr oder weniger. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich relativ ruhig war. Ich habe das 5-0 in Köln nicht gesehen, weil ich bei einer Hochzeit war. Ich habe das denn nur Kicker-Ticker, so 1-0 und 2. Ich so, okay, alles klar. Ich habe das nicht live mitbekommen, nur hinten dran. Und irgendwie habe ich mir nicht so eine riesengroßen Sorgen gemacht. Vielleicht habe ich immer im Hinterkopf, dass so Regensburg, Ulm und Münster vielleicht doch noch wirklich schlechter sind als wir. Ich habe uns vielleicht nicht so schlecht gesehen und die letzten beiden Spiele haben jetzt auch so einen leichten Aufwärtstrend erkennen lassen, dass ich vielleicht doch hoffnungsfroher bin, als wenn wir jetzt vor 3 Wochen aufgenommen hätten. Keine Ahnung. Hätte ich mich vielleicht doch irgendwie reingesteigert in diesen Negativlauf, aber so bin ich relativ zufrieden. Zufrieden kann man eigentlich nicht sein, so wie es steht. Aber ich bin ruhiger und habe mehr Zuversicht, was den Rest der Saison anbelangt, als zum Beispiel letztes Jahr um diese Zeit. Wie siehst du das? Du hattest ja schon einen kritischen Artikel veröffentlicht vor 2 Wochen. Ja, schöne Grüße an Kiwi, hat ihm mir geschrieben, seitdem du es geschrieben hast, läuft es. Und das ist meine Antwort darauf war, ja, typisch. Ich muss immer erstmal nur irgendeinen kritischen Artikel oder einen Podcast-Folge rausgeben und dann schon läuft es danach. Ja, ich denke mal, also erstmal fand ich sowieso die Saisonerwartungen waren einfach zu hoch gegriffen für die meisten. Also was man da so teilweise gelesen hat, fand ich dann schon eher hochgegriffen für unsere Verhältnisse. Für mich war es eigentlich von Anfang an klar, mit dem Kader geht's wieder um den Klassenerhalt und nicht mehr. Und aber ja, auch muss aber trotzdem sagen, dass ich dann doch überrascht war, wie schlecht wir dann gestartet sind. Also das hat dann schon einen erstmal ein bisschen umgehauen und es war schon überraschend, wie hoch wir dann oder klar und deutlich wir teilweise verloren haben und wie chancenlos wir in manchen Spielen waren. Es gab auch gute Phasen, aber es waren halt ein paar Sachen dabei, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Und und das sind so eigentlich die letzten 2-3 Spiele hat man das eigentlich lange so gesehen. Eigentlich seit Sebastian Polter dann auch da ist, hat man so ein bisschen gemerkt, okay, jetzt hat sich die Strategie oder die Taktik ein bisschen geändert. Also Anfang haben wir sehr viel halt auf Ballbesitz auch gesetzt oder haben wir was Ballbesitz vielleicht falsch gesagt, aber wir haben von hinten aus versucht, das Spiel zu gestalten, selber mit Kurzpassspiel und so, und das hat halt überhaupt nicht funktioniert und wir hatten ja erhebliche Probleme im Aufbau und jetzt mittlerweile einfach dadurch, dass wir da ein bisschen verändert agieren, mehr lange Bälle auch spielen, sehr sehr direkt auch spielen, etwas tiefer stehen und auch auf die Doppel-6 setzen, den Gegner auch manchmal spiegeln, so wie kleine Sachen dann halt bisschen passiver geworden, was es dann in puncto
Spiel gestalten geht, also wir sind halt eher dann auf die alten Hausmitteln von Daniel Schranen zurückgefallen. Ja, ich überlege einfach, was mir jetzt noch einfiel zu diesen Erwartungen. Das ist natürlich auch das, wenn man in der Vorbereitung nur gegen Dritt-, Viert-, Fünftligisten spielt. Also jetzt bis auf Basel, aber es war ja wirklich ganz am Anfang der Vorbereitung im Trainingslager noch, dieses 1-1. Ja, und Panathinaikos, ne? Noch, genau, es war auch noch ein Trainingslager. Aber danach diese Siege gegen Rostock, Cottbus und Osnabrück. Ich meine, wenn man sich jetzt mal anguckt, wo die drei Vereine stehen in der dritten Liga, gerade so Rostock und Osnabrück, die auch ganz unten mit drin sind, denn weiß nicht, ob das so eine intelligente Idee war, kurz vor Saisonbeginn dann wirklich nur gegen so eine Gegner zu testen, die halt außer, also die keine Konkurrenz eigentlich sind oder nicht das richtige Material haben. Und ich war ja auf Schalke bei diesem 5-1 und ich dachte, war echt so naiv, dachte vorher so Ben Manga, ne, der den Kader neu geplant hat. Ich meine, bei Schalke hat sich ja im Sommer auch einiges verändert und ich dachte wirklich vor dem Spiel und nach dem Spiel noch viel mehr, okay, Schalke ist wirklich eine Top-Mannschaft, die wird um den Aufstieg mitspielen. Der weiß, was er tut. Das ist, jetzt hat sich natürlich auch alles ein bisschen relativiert. Die haben ja seitdem gar kein Spiel mehr gewonnen. Die haben ja nur gegen uns gewonnen. Und da war es wirklich erschreckend, wie einfach diese Gegentore gefallen sind oder was danach bei den Spielen ja auch gegen Magdeburg, Frankfurt und Köln war, dass immer dieses ein Tor fällt und dann bricht erstmal 10 Minuten lang, ist absoluter Hühnerhaufen in der Abwehr und die brechen einfach zusammen und fangen sich noch ein, zwei Tore. Ja, dann war halt so ein bisschen der Aufwärtstrend schon beim KSC-Spiel, wo man wenigstens mal in Führung gegangen ist, was man ja auch lange nicht erlebt hat, über die letzte Saison. Und sich dann doch wieder ganz, ganz, ganz dämlich irgendwie da das Spiel außer Hand gibt. Und ehrlich gesagt, ich hatte Ähnliches jetzt beim Fürth-Spiel erwartet in der Halbzeit. Thomas hat das beim Podcast angesprochen und hat es auch getweetet da irgendwie zur Halbzeit. Ja, wir müssten eigentlich höher führen. Und genau das hatte ich auch im Gefühl. Es war das gleiche wie beim KSC. Du hättest zur Halbzeit schon 3-0 führen müssen. Jetzt gegen Fürth vielleicht 2-0 zur Halbzeit. Chancen wären da gewesen. Und ich hatte das Gefühl, dass Fürth genauso abgezockt agieren wird wie der KSC gegen uns. Einfach lang genug abwarten. Wir machen schon irgendwann die Fehler und dann hauen sie uns noch zwei Tore rein und drehen das Spiel genauso. Ist zum Glück anders gekommen. Waren abgezockt. Allerdings hatte ich denn auch irgendwie, spätestens nach dieser Chance, die Philippo alleine aufs Tor zuläuft, nach diesem sehr guten Pass von Polter, der ihn einfach lang schickt, und er dann irgendwie ein bisschen zu lange überlegt, ihn da rüberlupfen will und der Torwart da noch irgendwie dran ist. Und dann gab es so um die 80. Minute nochmal so einen Moment, wo wir so 3-4 Torgelegenheiten im Strafraum hatten. Wo dann wieder, wo ich mir dachte, ey, mach doch, das ist schon wieder alles viel zu kompliziert. Hier ein Lupfer, da mal noch schön gespielt, schieß doch einfach auf dieses scheiß Tor drauf. Und da hatte ich schon wieder befürchtet, dass das Spiel jetzt wieder kippt. Was denn zum Glück nicht der Fall gewesen ist. Ja, ja. Ja, nee, also ich denke mal, ich glaube, ich weiß gar nicht jetzt, welches Spiel es war, aber es war zwischenzeitlich hat man schon das Gefühl, dass ja, einfach auch Selbstvertrauen hat man einfach gemerkt, ne, dass da einfach was früher funktioniert hat, funktioniert plötzlich nicht. Und ich hatte echt auch schon ein bisschen den Gedanken, ob das noch jemals gut wird. Also ob Schaling das wieder gebacken kriegt. Aber weil es war ja gerade die Anfang war ja die stabile Defensive war ja auch seine
Philosophie quasi jetzt und Erfolgsrezept in der letzten Saison und man hat das Gefühl, okay, das funktioniert jetzt nicht mehr mit der Defensive. Was haben wir denn noch? Und da hat man ja einfach gar nichts. Und jetzt hat man wieder gemerkt, okay, es muss wieder von der Defensive anfangen. Das ist natürlich die Frage, wie geht's jetzt weiter? Weil zum Beispiel jetzt Föhr zum Beispiel war jetzt ein Spiel, wo wir Föhr zum Beispiel hat sehr viel den Ball gehabt, ist eine Mannschaft, die gerne mit dem Ball was anfängt. Und Eintracht konnte erstmal nur ein bisschen so auch passiver warten. Und jetzt gibt es natürlich wieder auch ganz andere Gegner, die dann auch mehr von Eintracht dann fordern, mit dem Ball zu tun. Oder eine andere Spielsituation, wir liegen zurück oder so, und dann müssen wir wieder selber mit dem Ball was wer machen und so, und das sind halt so die Punkte, die mir so ein bisschen jetzt, also ich will es nur nicht sagen, nicht so weit gehen, zu sagen, alles ist gut und es alles wird gut, sondern es gibt schon immer noch, zwar etwas milder jetzt, aber es gibt noch immer Grund zur Sorge, dass die Saison noch nicht oder es aber nicht jetzt wieder so weitergeht wie bisher, also zum Beispiel jetzt nächsten Spiel oder so, gegen Ulm morgen, weiß ich nicht, ob man da direkt dann gleich einen Sieg erwarten sollte oder so, ne? Also es wird noch ganz harte Spiele geben. Was mir so ist, während der Winterpause oder beziehungsweise am Anfang der Saison nochmal so, wo es dann doch für die auf die Leihspieler ging. Wir hatten ja überlegt, okay, wir wollen junge Spieler langfristig binden. Es hat ja dann auch viele Verträge, die sie jetzt neu gemacht haben, waren ja immer diese 3-Jahres-Verträge, junge Spieler aufbauen und so weiter und so fort. Und da hatte ich ja irgendwie auch geschrieben, es funktioniert nur so lange, bis man wieder auf dem letzten Platz steht, die Tore fallen ohne Ende und man dann doch wieder auf irgendwelche Leihspieler zurückgreifen muss. Dann hast du natürlich noch irgendwie Verletzungen von Casali und so, du musst noch einen Torwart leihen und denn Polter ist ja auch nur geliehen. Da kam dann auch so ein bisschen Kritik an der neuen sportlichen Führung auf, weil siehst du, ja, Benny Kessel hat so viel gezeigt, hat er noch nicht. Die Transfers, die er jetzt im Winter gemacht hat, die sind nicht groß eingeschlagen. Oder sind halt wie Lokoki, der ist halt nicht mal mehr im Kader, er trainiert bei U23. Oder war, ich hatte nur einen Artikel im Kicker gelesen, der da sehr, sehr kritisch umgegangen ist und verglichen hatte, ja, hier Peter Vollmann, der hatte damals aber immer wenigstens ein zweitligafähiges Team auf den Rasen gebracht. Aber das war natürlich auch irgendwie jetzt die Übergangszeit, weil wir wissen alle, Peter Vollmann, klar, die Teams waren jetzt zwei Saisons konkurrenzfähig und haben den Klassenhalt geschafft, aber es war natürlich immer bei ihm auch dieses kurzfristige einkalkuliert. Es waren immer diese Laien, die irgendwann Ende August kamen von Top-Spielern, die dann gerade mal so kurz vor Ende der Transferphase kamen, die dann aber auch immer wieder zum Ende der Saison verschwunden waren. Es waren auch seine Verträge, die jetzt dafür gesorgt haben, dass wir in diesem Sommer wieder diesen riesengroßen Umbruch hatten und so viele Spieler verloren hatten und wieder die ersetzt werden mussten. Also würde ich jetzt immer noch im Zweifel für den Angeklagten jetzt Benny Kessel das jetzt noch nicht endgültig bewerten wollen, weil diese Vollmann-Ära ist da ja noch nicht ganz abgearbeitet oder aufgearbeitet. Das kann man meiner Meinung nach erst denn nächsten Sommer sagen, wenn das, was er geplant hat oder was sie sich vorgenommen haben, wenn man das jetzt wirklich mal über die ganze Saison gesehen hat. Andererseits muss man jetzt natürlich auch schon wieder irgendwie, wenn man sagt, man möchte junge Spieler holen und die weiterentwickeln, warum zum Teufel spielen diese Spieler dann nicht? Also jetzt gerade, nachdem Max Marie zum Beispiel gegen Darmstadt ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, nachdem er eingewechselt wurde, ist er gegen Fürth nicht mal mehr im Kader. Also das, oder Sidney Rebiger, der gegen Schalke eigentlich ganz gut gespielt hat und seitdem komplett gar nicht mehr gespielt hat oder gar keine Chance mehr bekommen hat. Das verstehe ich halt irgendwie nicht.
wenn man sich das auf die Fahnen schreibt, dass man junge Spieler entwickeln möchte, die kann man nicht auf der Tribüne oder auf der Bank entwickeln. Die brauchen Spielpraxis und nicht in der U23, sondern in der zweiten Liga. Warum ist das immer bei uns so ein Problem? Andere Mannschaften schaffen es ja auch, irgendwelche 17-, 18-Jährigen spielen zu lassen. Bei uns sind 21-Jährige immer noch nicht reif für die zweite Liga. Also ich verstehe es immer nicht. Ja, also guter Punkt. Also erstmal würde ich sagen, dass man schon sagen kann, dass der Plan A bei Benny Kessel und dann Scherning nicht funktioniert hat. Also erstmal das mit dem Taktik habe ich ja gerade versucht ein bisschen zu erklären. Schiele wollte uns spielerisch weiterentwickeln im Sommer und das ist dann, wie die Ergebnisse gezeigt haben, dann erstmal in die Hose gegangen und man musste sozusagen zurückschrauben spielerisch und auf alte Hausmittel zurückgreifen. Und in der Kaderplanung war es eigentlich genauso. Du hattest halt dann, okay, du hattest die die Idee, erstmal natürlich auch jüngere Spieler zu holen und vielleicht mit etwas längeren Verträgen, aber auch dann halt Spieler, die Potenzial zeigen, zusammenpassen und auch vor allen Dingen dann auch also in der Liga quasi auch zünden und auch den, was ja natürlich ganz wichtig ist, dass sie auch sportlich was leisten können. Und da hat man halt dann schnell gemerkt, okay, die Qualität im Kader reicht nicht aus und wir müssen jetzt hier nochmal nachjustieren. Natürlich hattest du, wie du schon sagst, mit den Torhütern und Verletzungen und so zu kämpfen, aber es war nicht der einzige Grund. Man hat ja auch gesehen, dass zum Beispiel die Zielspieler-Idee oder so von Chabo zum Beispiel nicht von Anfang an gegreift hat und dass er, also ich finde halt ihn immer noch nicht für Zweitliga tauglich, aber Trainer meint ja, der wird später sein können zeigen, aber auf jeden Fall war in dem Fall nicht ready to go und es gibt auch ein paar andere Spieler, die wo man das Gleiche behaupten kann oder Spieler, die überhaupt plötzlich keine Rolle mehr gespielt haben oder nicht wirklich in den Mannschaft gepasst haben oder in die Taktik gepasst haben und diese das hat man gemerkt, dass man da ja nachjustieren musste und ich finde auch ganz interessant zu sehen, dass natürlich Eintracht auch ein Problem hat mit mit gestandenen Spielern, wenn sie plötzlich nicht mehr performen. Mit zum Beispiel Bicacic oder Ivanov oder so, dass sie, wenn sie da erstmal Probleme bekommen haben und nicht auf ihren Level performt haben, dass dann schnell dann sozusagen ja, dass die Qualität dann nicht ausreicht und wenn die Performance dann auch noch zurückgeht, dass man dann Probleme bekommt. Und ich weiß nicht, ich finde es aktuell sind wir so ein bisschen so in gewissen Standby-Modus, dass wir eine gefesteste Elf als erstmal haben, aber nicht richtig wirklich wissen, wie man um diese Elf herum dann die Spieler dann am besten entwickeln kann und welche Rolle sie überhaupt in der Kaderplanung sozusagen haben und im Kader und in der Saison im Saisonlauf haben werden. Also da gibt es einige Spieler, wo man dann denkt, okay, was für eine Rolle werden sie in der Zukunft spielen? Max, du hast ja einen jetzt erwähnt, zum Beispiel jetzt Max-Marie, Sidney Rebiger, der zwar aktuell verletzt ist, aber dann auch andere, also Bell zum Beispiel, der ist kein junger Spieler mehr, aber ist auch erstmal spielt aktuell keine große Rolle, oder? Luke Cookie sowieso, also da ist, was da auch los ist, wurde sogar in U23 jetzt da gegradet, also schon so merkwürdige Sachen, die da so ein bisschen im Kader aktuell passieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, so
Das merke, das hängt sich oder macht sich für mich vor allem an der Personalie Robin Krause irgendwie fest. Also haben wir keine Alternative, jemand, der ebenfalls, also auch, es ist ja nicht mal so, dass er jetzt besonders zweikampfstark war. Das war jetzt beim letzten Spiel, glaube ich, auch, habe ich irgendwie 30% seiner Zweikämpfe gewonnen oder so, maximal. Das war auch relativ niedrig. Und es ist auch nach vorne nicht. Aber was ist es denn? Warum hat er jetzt 3 Spiele hintereinander gestartet? Also haben wir keine Alternative für Robin Krause? Ist es denn, wenn Tower spielt, ist es denn, fehlt dann Köhler, dieser Kettenhund hinter ihm, dieses hochgestochene Vergleich, Groß Andrich in der Nationalmannschaft, so einen, der ihm den Rücken frei hält irgendwie. Kann das nur Robin Krause? Haben wir da keinen, der trotzdem auch spielerisch bisschen besser ist und die Bälle auch mal zum eigenen Mann bringt, weil es, weiß ich nicht. Ja, also ich sehe es tatsächlich so ein bisschen, dass wir da keine gute Alternative für Krause haben. Also die Doppel-6 und die, also ich verstehe es so, dass wenn wir mit einem einfachen 6er und 2 8er spielen waren, dann müsste da ein ganz starker Sechser hinten stehen, der auch defensiv sozusagen ordentlich leisten kann, und das kann eigentlich aktuell nur Krause also wenn zum Beispiel jetzt Köhler da spielen würden alleine auf der 6, das könnte er anscheinend nicht von seiner defensiven Qualität und oder kann er nicht von seiner defensiven Qualität her. Und aber das ist dann wirklich die Frage, weil wir haben ja eigentlich eine gute Besetzung im Mittelfeld, aber es gibt halt diese von diesen Spielertypen her, der dann auch auf die Defensive dann, ich sag mal, die, ja, auch die Restverteidigung und so dann darauf achtet sozusagen, dass da nicht zu viel zu nach vorne verteidigt wird und dann die Räume hinten aufgehen und so. Da haben wir echt eine Lücke. Also außer Krause gibt's da eigentlich keinen Spielertypen, den ich jetzt ideal oft für diese Rolle direkt sehen würde. Also Nicolau vielleicht mit Abstrichen, zur Not auch Niklas Tower, aber nicht besonders gut geeignet, also nicht die optimale Besetzung, würde ich mal sagen. Und da ist halt Krause, ja, auch nach dem KI von GSN ist er der Spieler, der diese Rolle auf am besten absolviert, auch wenn er dann halt, wie du schon sagst, auch sich einige Fehler leistet im Spiel. Also ich denke sowieso, dass morgen die Startaufstellung morgen sich nicht groß ändern wird zu letztem Spiel. Ich weiß, ich habe die PK jetzt nicht verfolgt, ob da irgendwer noch verletzt ist für morgen. Von stimmt, habe ich es auch nicht. Ja. Die jetzt Stamm gespielt haben, die letzten 3 Spiele. Nachgucken, ja. Ja. Über Strumpf gerade hier was. Ja. Ja, pass auf, der macht das 1-0 für Ulm. Ja, genau, ist ja Tradition. Ich habe nichts gehört. Also. Nee, also eigentlich. Erster Sieg, Ulm, sportliche Entwicklung. Nee, eigentlich. Nö. Nix. Naja, wenn man mit Sicherheit, brauchen wir gar nicht um die Aufstellung groß rumrätseln. Es wird genauso. Also, wie gesagt, ich kann mir jetzt keinen Spieler ausdenken, der exakt diese gleiche
Absicherer-Rolle, defensive Mittelfeldrolle im Mittelfeld übernehmen könnte. Also ich sehe die alle zu sehr nach vorne orientiert, als dass da jemand dann sozusagen darauf achten würde. Also das, so leid es mir tut, ist halt wirklich ja fast alternativlos halt in dem Fall. Also jedenfalls auch die Startelf jetzt gedacht. Ja, vielleicht dann nochmal ein Fall für die Winterpause. Da nochmal nachzulegen. Ja. Ulm. Morgen Abend. Fahren 1000 Leute mit. Respekt an die, die sich das antun. Freitag bis 18.30 Uhr in Ulm zu sein, ist schon eine Herausforderung. Es geht auch nicht, glaube ich, ohne Urlaub zu nehmen den Tag. Und die Wettervorhersage sieht auch nicht so toll aus. Wird also wahrscheinlich sehr feucht. Dach hat das Ding, glaube ich, auch nicht an der Stelle, wo die Gästefans stehen. Dann sollte hoffentlich da schon irgendwie was Zählbares bei rausspringen. Ja. Wir hatten es im Vorgespräch kurz angesprochen, dass wir da eigentlich gar nicht groß drauf eingehen wollen. In 2 Wochen ist das Derby und ich glaube, ich spreche da für uns beide, wenn ich sage, es nervt alles um das Derby drumherum. Das war im letzten Spiel schon, also beim letzten Derby schon so. Das ist denn ja bei beiden Derbys in der letzten Saison eskaliert. Im Hinspiel haben unsere Chaoten da die Sitzreihen rausgerissen und sonst was gemacht. Beim letzten Spiel gab es pausenlos Böller da warst du ja auch im Stadion beim letzten Derby. Ja. Das war alles nicht cool. Und die Konsequenzen sind jetzt halt dieses um 40% verringerte Gästekontingent, Verbot von Fanutensilien im Gästeblock. Daraufhin haben die Ultras aus Hannover halt gesagt, dann kommen sie nicht. Unsere haben sich da angeschlossen, boykottieren das Spiel auch. Wie das jetzt genau aussehen wird, ist, glaube ich, noch nicht kommuniziert, ob sie jetzt nur keine Stimmung machen oder ob sie komplett draußen bleiben und vorm Stadion irgendwas geplant ist. Keine Ahnung, es wird sich im Laufe der nächsten Woche mit Sicherheit noch irgendwie klären. Es wird wahrscheinlich sehr ruhig im Stadion. Es gibt keinen organisierten Support. Aber es kann natürlich immer sein, dass das irgendwie so ist wie damals bei dem einen Spiel, der im Dezember gegen Union Berlin vor 12 Jahren, dass dann irgendwie von der Gegengrade oder aus der restlichen Kurve irgendwas kommt. Und ich hatte es eben auch im Vorgespräch angesprochen. Ich glaube nicht, dass da nichts passiert. Böller, Pyrotechnik. Weil ich glaube, die Trottel, die letztes Mal dafür verantwortlich waren, die finden sich nicht im Block 7, die finden sich, glaube ich, eher im Block 8, Block 9. Und ich glaube nicht, dass sich die davon irgendwie abschrecken lassen. Ich denke, da wird trotzdem irgendwie geböllert werden. Und dann wollen wir mal gucken, wie viele Auswärtsfans dann wirklich noch zum Rückspiel-Derby anreisen dürfen. Ich hab's gesagt, bitte steigt auf. Hanoi, es tut mir schweren Herzens, aber komm, steigt einfach auf, damit ich einfach Ruhe habe vor diesem Spiel zweimal im Jahr. Es reicht. Wenn ab und zu mal im Pokal oder so, okay. Aber es nervt alles. Es nervt auch vor die Spiele vorher. Ich meine, dieses Mal war es ein bisschen weniger. Beim Spiel im Frühjahr, da fing das schon 6-7 Wochen vorher an. Also so 3-4 Spiele vorher, das sind schon die ganze Zeit darauf nur eingegangen wurde, auch von den Fans. Und diesmal ist es zum Glück erst jetzt beim letzten Spiel so Auswärtssieg, Derby-Sieg und so weiter gekommen. Also Derby-Sieg, Auswärtssieg, weil ist ja sowieso jetzt auf Ulm Derby-Sieg und diese ganzen Gesänge und so, das kam jetzt erst ein Spiel vor dem Derby. Das hat sich dieser ein bisschen zum Glück in Grenzen gehalten. Aber diese ganze Bohai drumherum, das, ich hab's oft angesprochen, es nervt einfach nur. Es ist, keine Ahnung. Ja, ich hatte mal, es gab eine Zeit lang, ich glaube du und ich hatten beide sehr große Vorfreude aufs Derby. Also man hat sich darauf gefreut. Auch als Event, aber einfach auf diese Rivalität. Ich weiß gar nicht, was es ist und wie es so gekommen ist, aber ob wir einfach nur älter geworden sind oder so, keine Ahnung. Aber ich habe, wie du, aktuell überhaupt keinen Bock auf diesen Hass und diesen was dann nichts mehr mit Sportliches zu tun hat, weißt du? Ja. Ich würde mich so freuen, wenn sportlich sozusagen
richtig zur Sache geht und wenn es da Rivalität sich da irgendwie widerspiegelt und was weiß ich, auch Choreografien oder was es auch immer dann sein sollen, aber all diese Nebenschauplätze, was dann auch stattfinden werden und vor allen Dingen, dass dann auch das Derby sozusagen für, ich sag mal, ja, andere Zwecke genutzt wird, ne? Das hat ja, letztes Mal hat es ja auch nichts mit den Ultras zu tun gehabt, sondern es hat ja einfach mit den scheiß Nazis zu tun gehabt, ne? Ja. Und das ist halt das einfach damit, dass es einfach benutzt wird für irgendwas, für irgendwelche Zwecke. Und ja, ich weiß nicht, wie man da wieder rauskommt. Also ich bin da, also ich bin auch ehrlich gesagt nicht, ich wäre nicht traurig gewesen, wenn es fast ohne Zuschauer stattgefunden hätte oder ohne Gästefans oder so. Ich verstehe, dass da Leute wie Kiwi oder so das nicht so gut finden würden, aber für mich weiß nicht, ob das, also ich bin, also da bin ich eher gesagt bisschen genervt von dem Thema. Ja. Gut, aber ich bin auch nicht, andererseits, ich bin nicht da, also ja, ich weiß es selber noch nicht. Also, wenn jetzt sagen, die gehen gar nicht, ich überlege auch, gehst du hin, guckst du es an oder nicht. Also, ich werde vielleicht hingehen, aber auch nicht groß supporten, weil es wird sowieso sehr still sein, nehme ich mal an. Wenn kein Trommel da ist, dann ist es sowieso schlecht mit irgendwie organisierten Support. Und ob ich mir das denn da angucken, im Stadion angucken muss oder mir das gemütlich zu Hause angucke, mal gucken. Mal sehen, das werde ich dann sehen, wie sich die nächste Woche irgendwie entwickelt. Wenn das jetzt relativ ruhig bleibt, dann werde ich wahrscheinlich hingehen. Aber wenn das jetzt noch wieder so ein Schwachsinn drumherum passiert, dann werde ich vielleicht auch ein Zeichen setzen und dem Ganzen fernbleiben. Ja, es ist immer schön, dass man mittlerweile alles dann Bequemlichkeit kann man dann mit Zeichen setzen. Ja, genau so. Na, jetzt haben wir doch wieder drüber geredet, aber ist egal. Also, ist ja auch ein Teil der nächsten Wochen. Dann ist ja auch schon wieder Länderspielpause. Wäre natürlich schön, wenn man jetzt aus den nächsten beiden Spielen vielleicht irgendwie 4 Punkte oder so. Ich glaube, dann wäre ich ganz zufrieden, bevor man erstmal wieder, ist wieder Länderspielpause. Dann spielen wir in Berlin. In Berlin haben wir, glaube ich, noch nie was geholt. Jedenfalls nicht, solange ich mich zurückerinnern kann. Nein. Da greift wieder Martins Regel über 35.000 Zuschauer. Ach, das Spiele mit über 35.000 Zuschauern, das ist irgendwie. Ich weiß nicht ganz genau, wo die Grenze ist, aber über 30.000, 35.000 oder so, das geht bis tief in die 80er zurück, als wir das letzte Mal ein Spiel gewonnen haben vor über 30.000 Zuschauern. Ja. Und das ist kann, stimmt. Olympiastadion, wenn da nur 50.000 sind, ist. Manchmal habe ich auch das Gefühl, wir haben auch eine Untergrenze. Ja. Das irgendwie mit 5.000 oder so gewinnen wir nicht mehr. Muss ja irgendwas gerade bei diesen 5.000, ganz kleinen. Ja. 20.000 sein. Ja. Ja. Also wenn wir jetzt gewinnen, 4 Punkte holen würden, da hätten wir 1 Punkt mehr als, nee, wo sind wir denn eigentlich jetzt hier? Welchen Spieltag haben wir jetzt überhaupt? 6. haben wir jetzt. 6. Da hätten wir, ja, dann hätten wir am 8. Spieltag hätten wir dann 8 Punkte, was dann die Saison von ist es dann die Meier-Saison. Das ist die Meier-Saison. Besser als die letzten beiden Jahre werden wir dann. Ja, ja. Naja, mal gucken. Letztes Jahr waren wir schlechter zu dem Zeitpunkt. Da hatten wir erst 1 Punkt. Davor das Jahr hatten wir, waren wir genauso. Also, um die Spiele, also gut gestartet sind wir wirklich nicht. Keine Saison. Und wenn du hinten diese Linie anguckst, die hinten verflacht es ja auch immer. Also ja, wir holen immer nur Punkte so im dazwischen. Zwischen ja, dem 6. und 28. Spieltag. Im tiefsten Wintern von Niedersachsen. Ja. Das ist sobald der Trick. Sobald es irgendwie hell ist und schönes Wetter, dann geht nichts mehr. Ach ja. Naja. Gut, Jussi. Ich würde sagen, sind wir erstmal wieder auf dem aktuellen Stand.
Auf jeden Fall. Und denke, dass wir jetzt vielleicht auch wieder einmal häufiger, also nicht, dass wir nicht erst wieder in 4 Monaten die nächste Folge aufnehmen. Ist ja, ein bisschen lange Pause wieder gewesen. Ja, ne? Ich denke, das wird jetzt davor auf jeden Fall irgendwo sein. Mal gucken, wie es läuft. Und ja, dann würde ich ja, sagen... Ja, wie wirst du das Spiel morgen gucken? Oder bist du auf der Arbeit? Oder? Nee, ich bin zu Hause, aber gut, dass du es ansprichst. Ich habe immer noch kein Sky-Abo verlängert, weil ich ja nicht in Verlegenheit kam, das zu brauchen, weil entweder ich war da oder ich war bei der Hochzeit oder ich hatte andere Termine. Ich brauchte bis jetzt noch kein Sky für ein Auswärtsspiel. Ich muss dann morgen wahrscheinlich mal kurz wieder den Vertrag verlängern oder neu abschließen. Aber das geht ja mit dem Online-Sky-Ticket geht das ja relativ easy. Das geht ja kurzfristig. Und dann werde ich mir das zu Hause auf dem Sofa angucken. Ja, das mache ich auch bei mir auf dem Sofa. Ja, und das 18:30 ist dann auch gleich das Wochenende im besten Fall gleich sehr früh zu Ende. Ja, aber diesmal war es sogar für mich mit meinen Wochenendplänen läuft es sogar ganz gut sogar, dass es jetzt am also ich finde es manchmal schwierig, als was denn wie es dir geht, aber manchmal ist es echt schwierig, so jetzt ist es ja eine Stunde später, also ist dann bei mir sind die Anschlusszeiten dann immer 14 Uhr und 14:30 Uhr. Und ich finde, das ist echt eine schwierige Zeit, weil es ist nicht mehr morgens, aber es ist auch nicht mehr ist noch nicht Nachmittag, ne? Und meistens ist man entweder unterwegs oder es ist irgendwas zu Hause, was dann so ein bisschen also es ist schwierig immer, ne, das unterzubekommen. Also meistens hat man irgendwas anderes zu tun zu dieser Zeit. Ich verwechsel das auch immer wieder die Zeiten. Die letzten Spiele hatten wir immer sonntags, wenn wir im Heimspiel hatten. Und jetzt letzten Samstag, ich saß auf dem Sofa, dachte mir so, oh, hast noch 25 Minuten Zeit, hab mir noch einen Kaffee gemacht, bis ich losfahre, 25 Minuten. Ich wollte so um 12:30 losfahren. Saß so, scroll nochmal so durch Twitter. Das war irgendwie merkwürdig. Gucke nochmal bei Kicker. Anpfiff in 51 Minuten. Ich so, scheiße. Samstag ist ja Anpfiff um 13 Uhr und nicht um 13:30 Uhr. Ja, ja. Kaffee mitgenommen ins Auto. Ich war in 5 Minuten vor Anpfiff war ich im Block. Das ging dann zum Glück noch, weil nicht so viel los war. Aber ich bringe das, diese Anschlusszeiten 13:30 sind scheiße. Ist unlogisch irgendwie, ja. Ne? Ist unlogisch. Ich meine, Samstag ist immer gut, dann hast du danach, kannst du noch was machen. Du hast den Sonntag immer noch einen Tag Wochenende. Diese Sonntagsspiele ist immer so, du kommst aus dem Stadion, dann ist es irgendwie 4:30 Uhr. Ja, was machst du dann noch groß? Ärgerst dich über das Spiel meistens. Und dann ist das Wochenende auch schon wieder vorbei und du kannst wieder arbeiten fahren. Ja. Deswegen sind die Samstag- und Freitagsspiele immer noch relativ Wochenend angenehm, sag ich mal. Gut, Jussi, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Machen wir. Und hören uns demnächst wieder. Ciao, ciao. Ja. Ciao.